Hey Leute, in diesem Video geht es darum, wie ihr in NBA 2K22 besser verteidigen könnt. Der erste Tipp wäre, nutzt L2 und R2. L2 nutzt ihr, wenn ihr nah an eurem Gegenspieler seid, um eine tiefe Verteidigungsposition einzunehmen und so besser am Gegenspieler zu kleben, dass der nicht so leicht an euch vorbeikommt. R2 nutzt ihr, um zu sprinten in der Verteidigung. Das braucht ihr manchmal, wenn ihr ein bisschen hinterher seid und nicht mehr an eurem Gegenspieler dran seid. Der zweite Tipp wäre, halte den rechten Stick nach oben für Wurferschwerung. Alle wollen ja Dreieck benutzen bzw. Y auf der Xbox, um zu blocken. Das würde ich nur in äußersten Ausnahmen machen, zum Beispiel wenn nur noch eine Sekunde auf der Wurfuhr ist oder ihr wisst irgendwie, dass euer Gegenspieler wirft oder ihr habt ein Mismatch und seid viel kleiner, dann würde ich tatsächlich Dreieck benutzen, also blocken, aber sonst reicht es, die Hände hochzunehmen, weil gute 2K-Spieler wissen, dass ihr springt und dann seid ihr quasi für einen kurzen Moment eingefroren und euer Gegenspieler ist einfach vorbei an euch. Außerdem führt dieses Blocken häufig zu Fouls, wenn ihr vor allem unter dem Korb springt. Dann blockiert ihr häufig euren Gegenspieler beim Wurf und es gibt einen Foul. Wenn es ganz schlecht läuft, kommt sogar ein End-One am Ende dabei raus. Der nächste Tipp wäre Stealen. Da würde ich nicht so Viereck oder den rechten Stick nach unten flicken. Das würde ich nicht so nutzen. Ich würde eher versuchen, so zu laufen, dass euer Gegenspieler quasi in euch reinrennt. Weil wenn ihr so flickt und so häufig kommt gar nicht zu Steals, ihr seid auch für einen kurzen Moment eingefroren, euer Gegenspieler ist an euch vorbei und häufig fault ihr auch. Also am besten, zum Beispiel wenn euer Gegenspieler einen Curry Slide macht, dann immer dahin, wo er diesen Curry Slide machen wird, hinlaufen und dann hoffen, dass der Ball quasi in euch reingeht und ihr euch dann den Steal holt. Ein weiterer Tipp, den ich ein bis zweimal pro Spiel nutzen bzw. ausprobieren würde, wäre Offensivfouls zu ziehen. Das macht ihr, indem ihr Kreis drückt und dann versucht ihr, dass euer Offenspieler, ohne dass ihr euch bewegt, auf euch zurennt und ihr quasi umfällt. Und dann könnt ihr ein Offensivfoul ziehen. Ich würde es nicht zu oft probieren, aber wenn ihr merkt, dass euer Gegenspieler manchmal planlos einfach auf euch drauf rennt, dann nutzt diese Funktion und versucht Offensivfouls zu ziehen. Wichtig sind natürlich auch bezogen jetzt auf My Career die Plaketten, welche gut sind, welche schlechter sind. Da werde ich nochmal ein Video dazu machen, also lasst gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Abseits vom Ball solltet ihr euch zwischen euren Gegenspieler und den Spieler mit Ball stellen, dass ihr Pässe einfach rausfangen könnt und euch so einfache Steals holen könnt. Beziehungsweise, wenn ihr nur den Ball tippen könnt, habt ihr zum Beispiel in My Career trotzdem einen Bonus auf die Mitspielernote dadurch. Generell würde ich immer bei Mann bleiben, es sei denn ihr wisst, dass euer Gegenspieler keinen Dreier werfen kann. Dann könnt ihr auch die anderen Spieler doppeln, den Spieler am Ball, oder halt ein bisschen absinken für die Helpside. Des Weiteren würde ich, wenn ein anderer Spieler wirft, ausboxen. Das macht ihr mit L2. Das verhindert dann, dass euer Gegner den Offensiv-Rebound holt und gibt euch jetzt wieder auf My Career bezogen, wieder einen kleinen Bonus auf der Mitspielernote, auf die Mitspielernote, und vielleicht holt ihr sogar dann den Rebound. Kommen wir zur Teamsteuerung. Da würde ich hauptsächlich die Taste X bzw. auf der Xbox A nutzen und damit switcht ihr dann quasi zu dem Spieler, der gerade den Ball hat, weil da habt ihr dann quasi die meiste Kontrolle, was euer Team in der Verteidigung macht, wenn ihr den Ball verteidigt. Sonst ist es mehr oder weniger Zufall, was der Computerspieler da macht am Ball. Deswegen würde ich immer zu dem am Ball switchen. Nur in besonderen Situationen würde ich R1 drücken. Damit könnt ihr dann auswählen,
mit welchem Spieler ihr verteidigen wollt. Zum Beispiel, wenn der Spieler am Ball geschlagen wurde, dass ihr dann mit dem Center oder Power Forward Help Defense spielen könnt. Oder auch beim Rebounding kann man auch auf Power Forward und Center switchen. Das wäre dann mit L2 oder Dreieck und dann könnt ihr einfacher Rebounds holen. Das genaue Gegenteil von Defense ist Werfen und dazu habe ich schon mal ein Wurf-Tutorial gemacht. Das seht ihr jetzt links oben. Schaut euch das gerne an und bis zum nächsten Mal.